Das machen wir. So. Zumal ich ja auch einen Bonus bekommen wollte. Was da steht, das Booster ist ja nicht ganz richtig. Ich bekomme mehr als das dazu. Müsste ich ja eigentlich. So. Wenn ich jetzt also 40 Mal, ich hau jetzt alles davon rein, einfach, weil das brauche ich. Markenangriff. Ich hau erst 30 davon rein. Hm? Also müssten wir ja theoretisch 300 dazu bekommen. Ach, müsste sowas wie 400 noch was da stehen. 410 oder 420 müssten da jetzt stehen. Ohne den Boost eingerechnet. Mal gucken, ob der Boost dann doch was bewirkt hat. La la la. Ich würde gerne mehr auswählen. Das ist so eine Quality of Life Sache wieder hier. Dass ich das nicht machen kann. Einmal als einzeln klicken. Nervig, nervig, nervig. 9 Mal noch. Ja, haben wir es bald geschafft. Bald haben wir es geschafft. Alles toll. Alles schick. Wobei ich sehe gerade... Na, hat zu viel gemacht. Da steht es ja schon da. Ich krieg 12% dazu tatsächlich. 12 Punkte statt 10 Punkte. Also ja. Ich habe sie doch tatsächlich so schon stehen. Bis eben nicht drauf geachtet. Toll. 5 DP. Oh, Quatsch. Rest bringt beides nichts. Mehr Essen habe ich nicht. Okay. Trotzdem nochmal angucken, was jetzt hier steht. Hä? Ich habe mich verguckt. Nein! Ich habe das unter Nahkampfangriff für Statusboost. Aber es war der Nahkampfabwehrboost gewesen. Mist. Komplett verguckt also. Das oben stimmt auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wie der Wert vorher war. Es ist 647. Verdammt! Habt ihr nichts gesagt? Oder warte, Moment. Ihr habt die Chance, das nachzugucken jetzt im Video. Spult ein paar Sekunden zurück, oder Minuten oder Stunden, je nachdem, wie lange das gedauert hat, und schreibt mir in die Kommentare, was da für ein Wert stand, weil es ist jetzt doch interessant zu wissen. Ich meine, gut, das heißt interessant, ich weiß nicht, ich habe jetzt 12 Punkte pro Dinges bekommen, aber trotzdem. Einfach zu wissen, wie die Zahl vorher war und wie sie jetzt aussieht, ohne nachzudenken, wie das jetzt sein müsste, ist einfach eine coole Sache. Auf jeden Fall habe ich jetzt 600 mehr, was jetzt natürlich prozentual nicht viel ist, aber es ist besser als nichts. So, Community wieder zurückpopeln. Oh Mann. Warum hab ich das bloß gemacht? Na. So. Ihr drei Kameraden. Waren die da gewesen oder waren die ein weiter? Ich weiß gar nicht genau. Wird schon stimmen. So. Und so. Du auf jeden Fall meine 20% Kampf-XP wieder zurück, ist ganz klar. Ist ganz, ganz klar. Rikum, Guldu, Bata, Blödmann. Nein, darauf, meine Güte. Die ganzen Deppen kommen zurück zum Training. Vollständig. Trunks, Sir, muss. Was zum. Klickt mal. Ich habe da drauf geklickt. Jetzt war doch drauf. Leichter eben schon, hast du verkackt. Ist doch nervig. Ganz kurz gucken. Trunks hat Bonus mit W, bestimmt plus mit Vegeta, ha? Trunks mit Yachiobi. Ja, geil. Ach ja, natürlich. Mhm. Mai. Zack. Ja. So. Bla bla bla. Auch jedes Mal neu anhören muss, was sie sagen. Ist auch nervig. Aber auch 90 Punkte für den nächsten Tag, das gibt's ja gar nicht. Aber es lohnt sich nachher tatsächlich, das dann final voll zu haben. Bei plus 100 XP ist schon natürlich eine Ansage, will ich mit 20, die ich jetzt aktuell habe. Auch wenn das aber noch ewig dauern wird. Schrägstrich wahrscheinlich nie passieren wird bei mir. Ich meine, 3 Level noch, ich brauche jetzt bereits 90 Punkte und... Ich meine, klar, ich kann die alle noch ein bisschen aufleveln, aber die haben auch alle nicht 25 beim Training und so weiter. Das ist schon... Und selbst wenn, ich muss es ja auch erstmal hinkriegen, das zu finden, die Items, um das aufzupassen. Also das ist schon nicht ganz ohne das alles. Nun gut. Jetzt heile ich mich noch kurz. Das muss auch noch sein, ich habe keine vollen Leben mehr. Hier mit dem Quatsch zum Beispiel. Zack, 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 zack. Ja, einmal Klick für Klick, schon klar. Oh.
Ich meine, das geht einigermaßen. Aber für den Kampf auch schon fast nicht mehr brauchbar bei den aktuellen Leben, die er hat. Auswahl angucken. Das habe ich aufgebaut, das ist klar. Super High Limonade habe ich da für 20 und den habe ich hier. Das kann ich so auch nicht anwenden, oder? Doch, kann ich? Ich kann es anwenden, okay. Dann nehme ich mal den da auf das obere. Hey! Aber die spare ich mir auf für irgendwas Tolles. Okay. Ich bin bereit für das hier, denke ich. Angriff! Son Goku gegen Son Gokus. Kamehameha! Hab ich gerade Schaden gemacht? Aua! Verdammt. Blocken. Au. Er hat seine... Aber... Mano. Er hat... Ah, Mano. Seine Formation aber aufgelöst ganz kurz. Habt ihr gesehen, ne? Oh, fuck. Das war knapp. Bam, 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 bam. Out. Nein, tu es nicht. Ah, fuck ihn. Ah, Hell 50 halt, ne? Da sie noch mal meinen Staus gebracht haben. Nicht sehr viel. Haha. Haha, auch. Ich bin ja voll gut am Ausweichen gerade. Und noch ein davon. Jetzt blockt er. Ach, toll. Ich gehe jetzt dann aus, ich mache seinen Block wieder kaputt damit, aber es ging erst diesmal nicht. Aua. Diesmal hat es nicht funktioniert. Es wird ein taffer Kampf übrigens, liebe Leute. Toll. Au. Au. Super schmerzhaft. Bam. Ich muss ihn betäuben irgendwie. Mit meiner Ausstrahlung zum Beispiel. Ah, fuck. Was soll doch nicht. Und den... Ah, ich kann nicht mehr. Verdammt. Nein, nicht gesehen. Hier aufladen. Komm schon. Ah, muss auch ein bisschen Leben haben. Oh, fuck. Warte kurz. Objekte, wir haben Objekte. Na. Verdammt nochmal. Ah, ich geh grad nicht durch. Oh, wie toll, wie er seine Betonung ist aufgeladen. Ich hab's geahnt, das war ja klar. Nein, aus dem Weg. Ah. War es von Gohan gerade? So, einer weniger, immerhin. Ach, wie geht das da? Ach, diese komischen Geräusche. Au, fuck. Nein, danke. Brauche ich nicht sowas. Blocken, blocken, blocken. Bam. Bam. Also ich gewinne das schon, aber weniger gut, als ich dachte. Au. Da ich habe tatsächlich mehr Status-Boost-Zeugs und auch vor allem den temporären Boost, das mich jetzt stärker macht, aber dafür ist auch ganz schön aua hier. Ah doch, Son Gohan. Damn. Nein, warte, ich muss ihn angreifen. Bam. Das ist mich gleich betäubt, wenn es so weitergeht. Was? Seiner wehrt sich aber, wenn ich ihn haue. Dann natürlich nicht. So. Ich bleibe bei meinen normalen Angriffsattacken, ist natürlich klar. Denn ich bin damit einfach awesome. Ja, ausgerechnet, sehr schön. Und Vegeta ist futsch. So, wird natürlich immer leichter, umso weniger Gegner da sind, ist auch klar. Ja, ist ja gut, Mensch. Fuck. Blocken. Das war knapp, aber ich hab's geschafft. Bam. 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 Komm her, so ein Mann. Kassier ein bisschen Prügel von mir. Ich bin der beste Vater des Jahres. Der allerbeste. Ich sag es dir. Weil sonst merkt es vielleicht nicht. Komm, langsam betäubt, auch super. Komm, betäubt. Ja, sehr gut. Bam. Und dann nochmal. Und dann ist er auch tot, glaube ich. Siehste, war dann doch relativ einfach zum Schluss. Nachdem man hätte, dass Son Goku tot gewesen ist. Dann lief's auf einmal. So.
Dann werde ich mir auch mal direkt die Gegner extra natürlich ausrüsten. Bei dem krassen Energieverbrauch muss das ja bei der Hammerattacke sein. Wobei die ist auch schon nicht ohne. Also ich würde sagen, für den Energieverbrauch, den sie da haben, ist das Ding echt schwach, weil das Kamehameha ist kaum... Also gefühlt war das Kamehameha eben sogar stärker gewesen in dem einen Kampf. Und das ist halt ein Bruchteil der Ki-Energie. Schon ein bisschen traurig irgendwie. Kann man es irgendwie steigern? Nee, ne? Natürlich nicht. Naja, egal. Ich heile mich nochmal ein bisschen. So, müsste aber reichen. Und jetzt ab zur Quest, zur Hauptreihe. Endlich mal wieder. Lange nicht gemacht, aber nicht vergessen. Keine Angst. Nein, nein, es geht weiter mit Story. Zusammenfassung. Oh ja. Jetzt soll ich aber tatsächlich vielleicht voll normal die stärkeren Status-Boosts reinnehmen. Plus natürlich XP-Bonus. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen nochmal dazu komme, jetzt ins Menü zu gehen. So. Also. Jawohl. Nahkampf, naja, 15 hoch. Ja. Ki-Abwehr, mach ich auch 15 hoch. Ja. Jetzt habe ich durch den ersten Boost-Effekt von der... Aha, egal. So, ich bin jetzt auch nicht die paar Dinger jetzt nicht zu haben. So, das mache ich auch nochmal rein. Mehr Kugeln. Schaden kann es ja nicht. Ki-Angriff. Awesome. Ich bin sparen können, glaube ich. Das lasse ich drin. Die 2% brauche ich jetzt dafür nicht. Noch extra. So, das war's auch schon. Sprechen. So, are you ready for the showdown with Cell? Ich denke schon. Okay. That's great. Good luck. Ja, that's great. Juhu. Auf in die Todesschlacht. Yay, toll. Mann, Mann, Mann. Oh, ich bekomme Sachen. Wie schön. Oh, ich bekomme XP. Die reichen ja mal nicht aus. Die haben ausgereicht. Okay. Everyone was focused on the fight ahead, and before they knew it, the fated day of May 26th had finally arrived. All right, time to go. Don't you dare die on me, Goku. Don't worry, I won't teach you. Nein, kein Kommentar. And my little Gohan better not fight. Well, tschüss. Help us up. Promise me, Goku. Promise me, Gohan won't fight. Look at the time. Bye. Hey. Irgendwie ist gerade die Bildqualität gar nicht so geil. Ist ja merkwürdig. Sieht so sehr pixelig aus. Finde ich. Hey. Hey. Da fällt mir ein, das habe ich gar nicht gesagt am Anfang der Folge. Verdammt. Also einfach mal offen mal Session. Ihr habt ja, jetzt mach ich jetzt einfach, was soll's. Ihr habt ja gemerkt, dass, die letzten Folgen, die rauskamen vor dieser neuen Aufnahmesession, alle schwarz-weiß waren. Und auch ganz fiese Fragmente im Video hatten zum Teil. Das war lustige Geschichte. Tatsächlich wollte ich meine Bildqualität erhöhen. Ich nehme ja aktuell nur noch mit OBS auf, tatsächlich. Nicht mehr mit Dextory, weil dann die FPS momentan so gelitten haben immer. Deswegen habe ich umgestiegen. Hab aber gemerkt, oder ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass meine Doom-Videos zu Doom Eternal tatsächlich ziemlich matschig und verwaschen waren, obwohl ich die eigentlich mit einem guten Quali aufgenommen habe damals, aber ich konnte das ja damals nur mit OBS machen. Die Dragon Ball Videos finde ich persönlich sind okay, die sehen gut aus auf YouTube, aber eben dachte ich mir so, es geht bestimmt noch besser generell. Also zack, habe ich mal in OBS rumgespielt, die maximal mögliche Leistung genommen bei der Aufnahme, aber der Haken war, wenn ich mit meinem OBS maximale Leistung mache, kommt eben dieses Schwarz-Weiß-Gedöns bei raus, ganz merkwürdig. Das Video selbst, wenn ich es in außerhalb des Renderprogramms angucke, mit keine Ahnung was, da ist es zwar ein bisschen artefaktiert mit den ganzen Sachen und so, aber zumindest in Farbe, aber beim Rendern ist es schwarz-weiß. Ich habe keine Ahnung, wieso, warum, weshalb. Nur, dass ihr euch nicht wundert jetzt im Nachhinein, dass es schwarz-weiß war. Ich versuche jetzt auch wieder eine höhere Qualität anzustreben tatsächlich. Habt auch lange nichts gemacht und blablub, weil das Rendern immer so lange dauert und bla, aber momentan habe ich ein bisschen mehr Zeit fürs Rendern, weil ich auch weniger aufnehme, bloß 2 LPs, dann geht's vielleicht. Ich guck mal einfach. Und die Folgen, die ihr jetzt gerade seht, müssten eigentlich besser sein. Ein bisschen besser als die vorigen aussehen. Also die Schwarz-Weißen sowieso, aber auch als die davor. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß ja nicht. So, weiter. There you are. Ja, bin ich. It's almost time. Wait, where's Vegeta? Don't tell me. Is he in the hyperbolic time chamber again? Wo denn sonst? He went on ahead of us. Gotcha. Man, he's really raring to go. Oh ja. Yeah. Well...
Whoa, why is everyone so down in the dumps? Echt mal. Goku, we've got some bad news. Was? We can bring back a lot of people at once using just one wish with the Dragon Balls. Ja. Just like before, we can't bring back anybody that's died once already. Echt? War das so? Weiß ich gar nicht mehr. I'm sorry. I should have told you sooner. Was ist es? War das tatsächlich so gewesen? Ich bin mir nicht mehr sicher. What? That's all? Relax, Dende. We just won't die. It's as simple as that. Und selbst wenn, man kann immer noch auf Namek reisen und da die Dragon Balls benutzen, notfalls. Won't die? You do know that we're up against Cell, right? Ich denke schon. Yeah, I know. Anyway, let's get going. We're gonna be late. Yo. How are you this calm? You're starting to freak me out. Come on. You want to get left behind? Echt mal. So, are you coming too, Krillin? Nö. Yeah? Oh, doch, doch. Hilft wohl nichts, ne? Er muss doch den Held spielen jetzt. Hey, mein Team ist voll. Moment, mein Team ist voll. Ich kann bestimmt... Warte, meine Boosts sind fast aufgebraucht. Wollt ihr mich verarschen?